Yo, you feel the pressure. Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zur 50. Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Zeug gemacht. Heute machen wir sozusagen als 50er Special eine 30-Minuten Folge. Hab auf alle Fälle Bock, ich habe mir auch was ausgedacht, was wir heute machen, und zwar eine OP Nether XP Farm. Also wo man wirklich gut Level bekommt. Und ja, darum werden wir uns heute einfach mal kümmern. Ich werde erstmal ein bisschen Inventar aussortieren. Also ich mache jetzt hier kein großartiges Ultra, ich sag mal, Special jetzt, wo man, also wo viel Zeit drin steckt, das mache ich nicht. Ist mir auch tatsächlich zu blöd und zu, na, anstrengend tatsächlich. Mach lieber etwas, wovon wir auch wirklich was haben. So, erstmal laden wir ein bisschen Zeug ab hier. Lava brauchen wir auch nicht. Wir brauchen auch kein Bookshelf. Holz auch nicht. Die Efficiency 3 Picke brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das hier nicht. Aber doch, einen brauchen wir. Wir brauchen das hier nicht. Genau, das gehört hier rein, brauchen wir auch nicht. Eier brauchen wir auch nicht. Schilder brauchen wir auch nicht. Rails brauchen wir, vielleicht brauchen wir auch noch ein weiteres Minecart. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack. Genau. Und da brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Stein. Und ich werde erstmal den ganzen Diorit-Granit an der Seite auch brauchen. Ansonsten den Rest alles Stein. Wir brauchen nämlich wirklich sehr viele Blöcke. Ich glaube nicht, dass wir genug haben. Also, wir werden jetzt auch erstmal dafür eine Weile benötigen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz pennen. Und da brauchen wir auch noch Obsidian. Ein bisschen was. Darum werden wir uns jetzt einfach mal kümmern. Und zwar 10 Stück. Sie kann ja ein Stack noch. So, die 2 Stacks sogar brauchen wir auch noch Flint und Steel. Müssen nämlich ein kleines Netherportal haben. Ich weiß, wir haben schon ein Netherportal, aber wir brauchen noch eins. Flint und Steel. Obsidian dürfte ich eigentlich nicht mehr haben. Nee. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz erstmal Obsidian anfahren. Tür wird sogar nicht so zugeknallt, alles klar. So, pass mal auf. Ich hoffe, wir sterben auch nicht dabei. Bennett. Ja. Duppiduppidu. Ja, was fressen hier. So. Und dann, ja. Muss ich mal ganz kurz Höhle finden. Wo laufe ich eigentlich hin? Oh mal ganz. Hey, wo laufe ich eigentlich hin? Ich hab doch unten in der Strip meinen Lava. Und ich brauche doch noch einen Eimer, siehst du? Ganz vergessen, ich brauche doch noch einen Eimer. Jetzt habe ich jetzt immer gerade Bullshit irgendwie. Warte mal. Erstmal brauche ich noch einen Eimer. Ein Bucket. Und dann ja. Was haben wir den noch hier? Wir nehmen einen Eimer mit. So, genau. Zack, und dann gehen wir einfach mal in die Strip Mine. So, also hier runter. Weil da haben wir auf alle Fälle irgendwo Lava, das weiß ich. Ja, hier wäre sogar Lava gewesen. Ich hab's gehört, aber ich weiß, wo viel Lava ist, deshalb. Ja. Gehen wir runter.
Das ist ja aber schon Lava. Passt doch. Genau. Das war blöd. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da am gescheitesten rankomme. Ach ja, ich habe ja Silk Touch. Oh, Mann. Warte mal. Pass mal auf. Müssen wir irgendwie mal ein bisschen hier rankommen. So. Mit Efficiency 5 geht das ja zum Glück recht schnell. Okay. So. So. So, bauen wir den noch ab hier. Den hier. Und natürlich den auch. So haben wir 10 Obsidian mehr, brauchen wir nicht. Warte, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, dass ich die Fackel hier wieder setze. Oh. So, okay. Dann bewegen wir uns jetzt wieder nach oben. So. Weil das, was wir jetzt machen, also wir nutzen jetzt nämlich gleich einen kleinen Bug von Minecraft. Und ja, wenn wir natürlich das jetzt vergessen mitzunehmen, dann sind wir verloren für immer. Dann können wir hier, dann muss ich zwangsläufig in Game Mode gehen, um da wieder wegzukommen. Beziehungsweise müssen wir uns irgendwie töten. Oder, beziehungsweise weg. Also, wir sind nicht für immer verloren, aber es ist halt alles weg. Und das ist nicht so schön. Von daher, ja. Müssen wir unbedingt das mitnehmen. So, wir können jetzt hier einen weiteren Stack Cobblestone mitnehmen. So und so. Da fällt mir ein, ich lasse mal ein bisschen was hier, dann kann ich noch ein bisschen mit dem Netherrack arbeiten. So, pass mal auf. Wir gehen jetzt nämlich in Nether und machen dann eine kleine Sache. Vielleicht kann man schon erraten, was ich machen will. Aber in unsere hässliche Portalhöhle, die wir auf alle Fälle noch weiterbauen müssen. So, Loading Terrain. Da sind wir. Gut, ich werde jetzt erstmal einen Weg markieren, wo wir landen müssen. Ich müsste euch nämlich irgend so einen Netherberg hier. Aber. Danke. So, das war weg. Immer schön den Weg markieren hier. So ist brav. Okay. Dann wünsche ich mir Glück, dass ich jetzt nicht sterbe. Weil im Nether ist das Problem, da sind manchmal so einzelne Lava-Blöcke drin. Ich nehme mal noch ein bisschen, dass ich hier hochkomme. So. Ich glaube, wir sind sogar recht weit oben. Oder mir fällt noch ein, wir müssen uns mal die Koordinaten vom Portal merken. Die brauchen wir nämlich. Die Koordinaten sind
Ja, ach, 30, 30, das ist ja perfekt. Warte, 30, 76, 30. Damit kann man arbeiten. So. Dann buddeln wir uns jetzt mal weiter hoch. Weil die Portalkoordinaten brauchen wir nämlich dann auch. So. Zack. Zack. Und zack. So. Weiß ich gar nicht, wie hoch der Nether ist genau, aber bald müsste Bedrock kommen. Bitte keine Lava. So. Wie hoch ist denn der Nether hier? Ah, sehr gut. Da haben wir Bedrock. Jetzt müssen wir ein bisschen hier mal die Ebene ausheben. Mal gucken, dass wir hier den höchsten Punkt finden. Oh, sehe ich es jetzt da? Na sowas. Lass ich das nochmal einen Punkt höher? Und wieder hinkommen vielleicht mal. Nicht drinne. Der Punkt erscheint mir hoch. So. Zeigt er mir ja auch an, wo ich hingucke. Auf Höhe 126. 127 ist also. Also wir müssen irgendwie was finden, wo wir auf 126 sind. Wenn ich hier noch was Höheres finde. Deshalb, ja. Gucken, das ist 124. Mal noch ein bisschen frei machen hier. Weil wenn wir das verkacken, dann sind wir schon mal tot. So viel kann ich schon mal sagen. So. 100. Wie viel steht das jetzt? 126. Der hier müsste in Ordnung sein. Machen jetzt hier mal ein Gleis. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Haben wir noch irgendwo. Weg. Ein bisschen nach egal. Drei, zwei, eins, go. Ja, sehr gut. So, wir haben uns auf die Netherdecke gebackt. Sehr schön. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt sind wir nämlich auf dem Nether drauf. Das ist ein kleiner Bug, wie man es machen kann. Okay. Hier ist sozusagen unser Weg rein. Raus kommt man jetzt, wie gesagt, nur durch ein weiteres Nether-Portal. Deswegen, ja, haben wir das gemacht. Ich gehe jetzt mal einfach noch ein bisschen weiter. So. Erstmal kurz was. Man kriegt halt auch mal ein bisschen Schaden. Also, da kann man auch bei sterben. Deshalb, das ist nicht so ganz ohne. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal ein neues Portal. So, zack, zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2. Genau. Und an. Sehr schön. Und damit haben wir auch unser Weg hier raus. So. Bevor wir jetzt rausgehen, werde ich. Oder? Nee, was? Wir gehen jetzt einmal ganz kurz raus, um den Weg zurück schon mal zu sichern. Und zwar,
Wie kommt man jetzt hier wieder raus? Wir gehen einmal in das Portal jetzt rein hier. Wieder. Dann generiert er jetzt ein neues Portal in der Oberwelt. So, es dauert jetzt ganz kurz, weil der wahrscheinlich gerade neues Land generiert. Jetzt sind wir irgendwo am Arsch der Welt. Oh, Sand. Sehr schön. Wir haben hier eine Wüste. Gegend gefällt mir hier, aber, also hier kommt man dann auch da durch jetzt hin. Wo sind wir jetzt eigentlich ungefähr? Boah, 1000. Also, sind wirklich am Arsch der Welt. Wir gehen jetzt wieder in Nether zurück. Und dann. Oha! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dass wir bei diesem Portal hier rauskommen. Okay, sehr gut. Dann gehen wir wieder hier hin. Und dann sind wir wieder zu Hause. Sehr schön. Also sozusagen, um vom Nether, von der Netherdecke wieder nach Hause zu kommen. Raus aus dem Portal. Also zumindest hier in der LP-Welt. Raus aus dem Portal. Wieder rein ins Portal, wieder raus ins Portal. Durchs Portal, dann sind wir wieder zu Hause. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir das jetzt geklärt, dann kann ich auch das Feuerzeug jetzt mal zu Hause lassen. Und nehme ich sicherheitshalber mit. Nee, komm, das brauchen wir nicht. Wir bauen das Portal ja nicht ab. Und wenn doch, dann habe ich einen Arschkarte. Warte. So. So. Okay. Ich nehme jetzt mal noch ein paar weitere Blöcke mit zum Bauen. So. Ach Gott, hier kommt das nicht rein. Kommt hier oben rein. Und du kommst hier rein. So. Das können wir noch mitnehmen. Ansonsten. Weiterer Cobblestone. Okay. Wir brauchen nämlich Baublöcke jetzt. Also ich denke nicht, dass wir das diese Folge schaffen. Dass wir müssen jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Fläche bauen. Also wir brauchen wirklich viele Blöcke. Ich bezweifle sogar, dass wir überhaupt genug haben. Ja. Aber wenn die fertig ist, haben wir, glaube ich, kein XP-Problem mehr. Die Farm gibt es schon auf YouTube. Ich habe die mir nicht selber ausgedacht. Und dann würde ich sagen, bauen wir die jetzt. So, einmal unseren Fackelweg entlang. Einfach alles ignorieren, was hier ist. Ja, schön, Quarz. Gut, Quarz können wir wirklich irgendwann mal nochmal mitnehmen, aber damit möchte ich eigentlich hier keine XP farmen, weil ich habe das so satt, irgendwie per Quarz XP zu farmen. So oft schon gemacht und ich hasse das einfach. Irgendwann wird's scheiße. Ist so. Aber was will man da machen? Ist halt so. So, wir gehen jetzt mal nach oben wieder. Zur Netherdecke. Jetzt muss ich wieder unseren Punkt finden. Der ist hier. Ich sollte mir vielleicht markieren mal, bevor ich das mal vergesse. Hier lang. Hier lang, genau. So. Dann wünsche ich mir Glück, dass ich nicht sterbe. Zack, 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 zack. Okay. Passt doch. Ist mal wieder auf der Netherdecke. Unseren Fackelweg entlang. Dann habe ich, glaube ich, was vergessen sogar noch, aber ist ja egal. Wir kommen ja easy zurück. So, wir bauen uns jetzt erstmal einen Turm. Ich habe Holz vergessen. Perfekt, Alter. Perfekt. Und dann machen wir einfach mal nochmal diesen Weg. So. Ohne Holz ist scheiße. Und hier sind wir wieder. Duppiduppidu.
Also, genau, also ein bisschen Holz brauchen wir halt, das ist so. Deshalb, ich lasse mal ein Stack hier. Wieso habe ich da eigentlich Cobblestone? Ach, ich hinterfrag's nicht. Wieso haben wir eigentlich einen Eisenpickaxe da? Braucht auch keine Sau, können wir doch einen Stack Cobblestone mitnehmen, so. Jetzt müssen wir eigentlich genug haben. So, ja. Aber wir haben hier heute 30 Minuten, von daher. Scheiß Geld. Ah, fein, na gut. So. Wir verbauen jetzt erstmal unsere ganzen Blöcke, die wir haben. Dupidupidu, dupidupidu. Und wieder Rinder. Ich finde, das Anstrengendste ist irgendwie der Hinweg. Rückweg ist dann einfach nur ein bisschen durchs Portal und dann hocken wir ja da. Hinweg ist ein bisschen umständlicher. Es ist übrigens auch so, wegen hier Dings, dass wir, wenn wir oben ein Portal bauen und dann bekommen wir oben ja nicht mehr raus. Das hängt, also das Ganze hängt damit zusammen, dass wir sozusagen auf der, also über dem Nether nicht mit dem Portal rauskommen können. Das geht nicht. Das ist einfach abgeschaltet quasi. Und deshalb ist das quasi so, dass wir, wenn wir oben ein Portal bauen, also da kannst du nicht rauskommen, das geht nicht. Ich habe jetzt aber nicht erwartet, dass wir durch das Portal unten wieder hinkommen. Aber ich finde es gar nicht schlecht eigentlich. Okay. Dann fangen wir jetzt mal an, das zu bauen. Wir brauchen erstmal eine Werkbank. Danke fürs Craften. Nett war das alles auf alle Fälle. So, eine Kiste können wir auch hier erstmal schon mal machen. So. Nochmal eine Kiste. So, dann machen wir erstmal ganz kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. Ja. Wir fangen jetzt an zu bauen. Eins. Ach, warte, wir brauchen jetzt noch Leitern. Warte mal. Bevor ich das vergesse. Wir müssen uns jetzt nämlich ein bisschen hochbauen. So. Weiß nicht, reichen 30 Blöcke? Ich bin mir da nicht so sicher, aber. Ich pack das jetzt mal. So, so, so. Warte. Ja, hier ist es offen praktisch. So, 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 so. Wir sind auf alle Fälle noch zu tief, das ist Fakt. So, machen wir mal ganz kurz den nächsten Leiter. So. Und so, aber nochmal 48. Dann muss das aber, glaube ich, ausreichen. Ja. Bidu, bidu. Achso, warte. Dass ich ihn aufhält, deshalb geht das nicht. Nein. Nein. Danke. So, 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 so. So, 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 so. 17 haben wir noch, wir sind jetzt auf Höhe 192, passt. Okay.
genau. Da sind wir. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt eine kleine Plattform hier mal. So. Reicht uns das hier oder? Ach nee, komm, ich mach noch ein weiter. Wir wollen ja hier nicht sparen. So, dann machen wir zum Schluss. Wir brauchen jetzt 1, 2 Platz sozusagen. Der ist mal kurz weg, ist egal. So, 1, 2, hier kann er hin. Müssen wir jetzt erstmal kurz 1, 2, das hier drumherum bauen. Eins, zwei. Jetzt kommst du alle. Ja, geil. So. Schön ein bisschen risikohaft hier runter. Sehr gut. So, wo sind jetzt runtergefallen? Ach da, auf einmal schon aufgesammelt. Alles klar. So, wir nehmen jetzt mal ein bisschen was von den anderen Steinen hier mit. Dass wir den erstmal verbauen. Ach komm, den Cobblestone können wir auch noch nehmen. Das mich gleich den vorderen, weil ich erstmal das Cobblestone machen. So, eins kann ich jetzt schon sagen, das Hochklettern wird nervig sein, aber ist halt so, kann man nicht ändern. Ja. Die Folge geht auch nur noch 4 Minuten. 30 Minuten schon rum. WTF. Aber was soll man machen? Bidu. So. 1, 2. Zack, 1. So. Bauen wir das hier wieder hin. 1, 2. So, so, so. Und zack, 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 zack. Okay. Genau. So. Ja. Hier dürfen wir niemals runterfallen. Da sind wir sofort tot. Aber sofort. Das ist wirklich böse. Müssen wir aufpassen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich muss kurz Cut machen. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Es ist mir jetzt ein paar Stunden her, als ich das letzte Mal die Folge gemacht habe. Jetzt funktioniert es wieder, danke. 22, 27. Okay, noch 3 Minuten haben wir. Alles klar. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So. Das Ganze machen wir jetzt in alle Richtungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sehr schön. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und noch einmal das Ganze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, und die ganze Fläche dürfen wir jetzt komplett ausbauen. Das war eine riesengroße Fläche ab. Das Ganze machen wir aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Das war's für die 50. Folge, 30 Minuten lang. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!